Ab 60 nach pandemischer Lage oder gar nicht. Seit heute Morgen wird die Impfpflicht im Bundestag kontrovers diskutiert. 4 Anträge stehen zur Auswahl. Ich appelliere noch einmal an die Kolleginnen und Kollegen in der Union. Wir haben es in der Hand. An Ihnen wird viel heute hängen. Sie können, Herr Merz, Sie können der Verantwortung nicht ausweichen, indem Sie sagen, Sie sind gesprächsbereit. Die Gespräche haben über Monate stattgefunden. Heute ist der Tag der Entscheidung. Der Bundeskanzler und sein Gesundheitsminister. Monatelang haben sie für Impfen ab 18 geworben. Der Antrag fand aber keine Mehrheit statt. Stattdessen nun ein Kompromissvorschlag. Der sieht eine Impfpflicht ab Oktober für Menschen ab 60 Jahren vor. Je nach Lage der Pandemie könnte der Bundestag die Pflicht absetzen oder ausweiten auf Personen ab 18. Der Gesetzentwurf sieht außerdem eine Impfberatungspflicht für alle vor. Die Union macht einen eigenen Vorschlag. Ein Impfregister soll aufgebaut werden, damit klar wird, wer überhaupt geimpft ist und wer gezielt angesprochen werden müsste. Da kann es eben nicht sein, dass sie in allen Bereichen lockern, dass die Maskenpflicht aufgehoben wird, dass sie sich aus der Finanzierung der Impfzentren der Länder zurückziehen wollen und hier gleichzeitig mit Macht eine Impfpflicht auf Vorrat möglichst ab 18 durch die Hintertür durchziehen wollen. Parteidisziplin oder Gewissensentscheid. Jetzt sind die Abgeordneten am Zug. Alle Argumente sind ausgetauscht. Wir warten jetzt auf das Ergebnis. Tobias Reckmann in Berlin. Ist schon absehbar, wie es ausgeht? Ja, die Abstimmung ist gerade zu Ende gegangen und jetzt gerade vor ein paar Sekunden wurde auch das Ergebnis bekannt gegeben. Der Kompromissvorschlag einer Impfpflicht ab 60 ist gescheitert. Das ist also der Vorschlag, hinter dem sich viele aus der Ampel versammelt haben, SPD, Grüne und große Teile der FDP. Dieser Vorschlag ist also jetzt gescheitert. Es war klar, dass es sehr eng werden würde. Wir haben zuletzt auch noch gehört, dass Olaf Scholz, der Bundeskanzler, die Außenministerin Annalena Baerbock gebeten hatte, früher vom NATO-Gipfel aus Brüssel zurückzukommen, damit sie hier mitstimmen kann. Also es kam wirklich auf jede Stimme an und trotzdem hat es jetzt nicht gereicht. Das ist also eine schwere Klatsche für die Ampel und auch für Olaf Scholz. Jetzt ist noch offen, ob es Stimmen geben wird, genug Stimmen für den Antrag der Union. Die Union hat keine Mehrheit im Bundestag. Insofern wird sie den aus eigener Kraft nicht durchbringen können. Es kann natürlich sein, das weiß man jetzt nicht, ob möglicherweise jetzt Abgeordnete aus der Ampel sozusagen jetzt als Notnagel dann für den Antrag der Union stimmen werden. Aber das ist jetzt gerade noch völlig offen. Eine schwere Klatsche für den Bundeskanzler. Was bedeutet diese Klatsche für ihn und seine Politik? Herr Olaf Scholz hat sich ja schon immer sehr früh für eine Impfpflicht, auch für eine Impfpflicht ab 18 ausgesprochen. Die war ohnehin vom Tisch. Es hätte jetzt eben noch maximal die Impfpflicht ab 60 werden können. Das wäre im Grunde noch die Möglichkeit gewesen, für ihn einigermaßen gesichtswahrend aus dieser Sache herauszukommen. Das hat jetzt nicht geklappt. Und es ist insofern natürlich eine Niederlage, weil es eben zeigt, dass der Kanzler ja nicht in der Lage war, ein Projekt, das für ihn wichtig ist, durchzusetzen. Und jetzt muss man eben schauen, wie sich der Tag weiterentwickelt. Es wäre natürlich auch ein schwarzer Tag für den Parlamentarismus, wenn wir am Ende gar keine Impfpflicht bekämen, obwohl eigentlich eine grundsätzliche Mehrheit dafür im Parlament vorhanden ist, aber man eben sich nicht über Details und Einzelheiten einigen kann und es am Ende deswegen keine Zustimmung zu gar keinem Antrag gibt. Die Impfpflicht, der Impfpflichtkompromiss der Ampel im Bundestag ist gescheitert. Vielen Dank für Informationen dazu live aus Berlin, Tobias Reckmann.